Karl Steinbauer wird 1906 als Sohn des Winsbacher Gymnasialrektors geboren. Deutschnational erzogen, schwärmt er früh für Hitler und wird mit 25 Jahren Mitglied der NSDAP. Ihm war kein Baum zu hoch in Winsbach. Er hat die tollsten Kunststücke gemacht. Er hat sich geschlagen, hat seinen Schmiss gehabt. Also einerseits ein Haudegen-Typ und auf der anderen Seite sensibel. Merkt dann genau, da stimmt was nicht. Und zieht Konsequenzen, so Ruhestandspfarrer Thomas Oeder aus Kempten. Als Hitler nämlich anfängt, Gesetze zu brechen, gibt Steinbauer sofort sein Parteibuch wieder zurück. Dann fängt er als blutjunger Vikar in Penzberg im bayerischen Oberland an. Eine Stadt voller Arbeiter, Kommunisten und fanatischer Nazis. Es fing damit an, dass 1933 Kirchenvorstandswahlen ganz kurzfristig angeordnet worden waren. Der neue Staat wollte die evangelische Kirche als ideologischen Partner für sich aufbauen. Und da hat er niemanden neu dazugenommen. Die NS-Leute haben getobt. Wir haben hier doch ganz tüchtige Leute. Warum kommen die nicht rein? Und sagte, ja, die habe ich nie in der Kirche gesehen. Dann häufen sich die kleinen Gewissensfragen und Machtkämpfe. Herrgott oder Führer? Oeder und eine Aufnahme von Steinbauer aus den Nachkriegsjahren. Zum Beispiel, dass ein Glockengeläut angeordnet war anlässlich einer Wahl, die mit 99% Ja-Stimmen geendet hat. Und er sagt, diese Wahl war eine Lüge. Es war der aufgelegte Schwindel und lügen muss man ohne Gott. Ich kann doch nicht leugnen und kann so tun, als wenn jetzt Gott nachträglich auch noch mich Ja wählt. Schließlich entfernt Steinbauer aus dem Schaukasten Plakate der Hitlerjugend mit Parolen wie: Die Bibel der Jugend ist Hitlers Mein Kampf. Ich habe das Plakat runtergenommen und bin zum HJ-Führer gegangen. Am nächsten Tag kam der Gendarm und sagte: Herr Pfarrer, der Bürgermeister, der hat in München telefonisch 30 Exemplare dieses Plakatdienstes nachbestellt. Dann sagen sie einen schönen Gruß an Herrn Bürgermeister. Wenn er alle Tag eins anhängt, dann sind wir ungefähr in 4 Wochen fertig. Jeder zivile Ungehorsam hat ein Nachspiel, dem Steinbauer furchtlos und forsch mit Gesetzeskenntnis begegnet. In etwa so: Steinbauer, mitkommen. Sie sind verhaftet. Sie haben also meinen Gottesdienst abgepasst. Meine Herren, und jetzt wollen Sie mich aus der Sakristei raus verhaften? Darf ich hier einen Haftbefehl sehen? Wir brauchen keinen. Sie wollten sagen, Sie haben keinen. Der Kreisleiter hat befohlen, Sie zu verhaften. Also los, mitkommen. Der Kreisleiter kann von sich aus keinen Haftbefehl ausstellen. Wir müssen Sie aber verhaften. Zu Ihrem Unrecht tue ich keinen Schritt. Wenn, dann müssen Sie mich zum Bus tragen. Die Gestapo zieht wieder ab. Steinbauer kommt schließlich 1936 doch ins Gefängnis nach Weilheim. Muss er nach Dachau? Für Äußerungen wie: Der Tag kommt, an dem vor Christus alle Menschen auf den Knien liegen. Adolf Hitler, Sie und ich. Er bringt keinen Arier-Nachweis. Karl Steinbauer kommt einmal sogar wegen einer Weihnachtspredigt vors Kriegsgericht. Hier ein anderes Beispiel. Am Sonntag hatte ich zu predigen über das Wort: Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Dazu liest Pfarrer Karl Steinbauer seiner Penzberger Gemeinde aus der Zeitung vor, was die Nazis unter Gott verstehen, und stellt daneben das Glaubensbekenntnis. Das kann ein Konfirmand unterscheiden, dass die zwei gar nichts miteinander zu tun haben. Ständig sitzen Spitzel unter Steinbauers Kanzel. Immer wieder muss er sich rechtfertigen, was er predigt und dass er predigt. Eines Tages wird ihm auf dem Revier ein Brief vorgelegt. Von der politischen Polizei in München, wo also das draufsteht: Rede- und Predigtverbot fürs Reichsgebiet, Ausweisung aus Oberbayern. Dann habe ich gesagt, ja, das Schreiben, das habe ich auch. Aber Predigtverbot habe ich keins. Das wissen die scheint in München nicht, ne? Es gibt nämlich kein Predigtverbot, es gibt nur einen Predigtbefehl. Und der steht Matthäus 28. Sagt der Kommissar, da haben Sie recht. Das Predigtverbot wird aufgehoben. Steinbauer sagt, Kompromisse, um die eigene Haut zu retten, töten Seele und Gewissen. Außerdem würde die Kirche vor den Nazis unglaubwürdig, wenn sie ihnen mehr gehorchte als dem lebendigen Gott. Und so entgegnet er einmal der Gestapo: Sie drohen mir mit Dachau, aber mir droht ja etwas viel Ernsteres. Mir droht nämlich das jüngste Gericht. Steinbauer kommt für 9 Monate ins KZ Sachsenhausen. Dann zieht Deutschland in den Krieg und Steinbauer meldet sich aus dem KZ zur Wehrmacht an die Ostfront.
Er ist nach wie vor Patriot, aber erst muss er freikommen. Der politische Kommissar sprang von seinem Sessel hoch, schmiss seine Hand hoch und schrie mich an: Heil Hitler! Als wollte er sagen, jetzt kommt es drauf an, wie du dich benimmst, sonst kannst du was erleben. Daraufhin habe ich mich ruhig verneigt und habe gesagt, ich bin der Pfarrer Steinbauer. Was? Es fällt Ihnen also immer noch schwer, Heil Hitler zu sagen? Dann habe ich gesagt, ja. Schauen Sie, dann würde ich Sie anlügen und würde mich selber anlügen. Das bricht den Bann. 2 Stunden lang schüttet der Kommissar Steinbauer sein Herz aus. Steinbauer kommt frei, trotz seiner Aufmüpfigkeit. Sein Widerstand bestand darin, dass er das, was er glaubt, 1:1 ins Leben umgesetzt hat. Das Erstaunliche war dann aber eben, dass das dann auch politisch gewirkt hat. Letzte Szene. 1944 wird Steinbauer in Berlin wegen Wehrkraftzersetzung angeklagt. Freispruch. Der Pfarrer überlebt das gottlose Regime.